Max zu dem Holz, Ponsonby's Klamottenladen am Start. Mein Lieblingsklamottenladen in Los Santos. Es sind ja noch ein paar neue Klamotten dazugekommen, ein paar neue Bekleidungsstücke, neue Kleidung mit dem Executives and Other Criminals Update. Nämlich ein bisschen Freizeitbekleidung, was die Oberteile angeht, und ein paar neue Badehosen oder kurze Hosen. Schauen wir mal kurz. Ich habe schon mal reingeschaut, habe mir noch nicht alles angeschaut. Das ist hier live Freizeitbekleidung, war es nämlich. Ja, da haben wir einmal Teil des Executives and Other Criminals Update. Ja. Braune bedruckte Seidenrobe. Es ist halt ein Bademantel. Weiß ich nicht, ich habe gerade überlegt, soll ich jetzt mal ein bisschen im Bademantel rumspringen? Jo, kann ich machen. So, schwarz bedruckte Seidenrobe, auch chillig, marine, blau bedruckte Seidenrobe, also Executives sind halt nur am Chillen, ja, wisst ihr Bescheid, lila, rote Seidenrobe, schwarze, graue, weiße, braune, Hausjacke, eine Hausjacke. Okay, eine Hausjacke, für mein Stelzenhaus eventuell, Noir-Hausjacke, so ein schwarz, kirschrote Hausjacke, nee, gefällt mir nicht, flammrote, okay, jo, war das für das verführerische Apartment eventuell. Grüne Hausjacke, eine schwarze. Yo, die gefällt mir. Ich weiß nicht, aber jetzt nicht für die Straße, ja, fürs Haus, oder? Burgunderrote Hausjacke, gelbe Hausjacke, olivgrüne Hausjacke, marineblaue Hausjacke mit ein bisschen Muster drauf. Das sieht mir ein bisschen aus wie so Herrenhaus, Anwesen. Richtig reicher Dude mit so einem Schloss fast schon. Ja, die ist auch cool. Weißer Seidenpyjama, Alter, es ist im Prinzip ein Schlafanzug. Ich kann hier im Schlafanzug rumrennen. Ja, warum nicht? Kaufe ich ja immer. Schlafanzug. Türkiser Seidenpyjama. Alter, das sieht übelst albern aus. So wie so ein, weiß ich nicht, so ein Baby in der Kinderkrippe oder so. Babykrippe. Roter Seidenpyjama. Ja, sieht nicht schlecht aus. Grauer Seidenpyjama. Perseus Seidenpyjama. SN Seidenpyjama. Designer Seidenpyjama. Ja, wisst ihr Bescheid. Schwarzer. Jo, und das war's. Ja, am albernsten sieht halt der hier aus. Also der Schlafanzug, von daher renne ich mit dem mal rum. Aber weiß ich nicht, auch irgendwie hat was, ja, ist mal was anderes. So, das von den zu den Oberteilen vom Executives. Insgesamt sind es, glaube ich, 30. Und dann haben wir noch bei Hosen, nämlich neue Shorts. Ja, Drachen, Schwimmshorts, kann man ein bisschen näher ranzoomen. Warte mal, zoom mal kurz. Mit so einem komischen, bisschen chinesisches, artchinesisches Muster. So ein China-Design. So einen chinesischen Drachen, Blumen-Schwimmshorts, Blüten-Schwimmshorts, die sehen cool aus. Perseus-Schwimmshorts, jupp, Designer SN-Schwimmshorts, Le-Chien-Schwimmshorts. Und das war's. Mir gefallen die ja am besten. Soll ich die mal kaufen? Kaufe ich einfach mal. Aber dann habe ich halt nicht meinen Schlafanzug. Ich will meinen Schlafanzug wieder. Oberteile. Wo war der Freizeitbekleidung? Mal kurz durch. Meinen Schlafanzug wieder anziehen. So, Schlafanzug, die Schwimmshorts habe ich ja dann im Swimmingpool, also wenn ihr dann in den Swimmingpool, in den, ich meine Whirlpool von eurer Yacht reinsteigt, dann hat er dann automatisch, wenn ihr es eingestellt habt, dann diese geilen neuen Schwimmshorts an. Und übrigens, die Mädels haben natürlich auch noch Stuff zur Auswahl, aber ich habe jetzt keinen weiblichen Charakter am Start, von der kann ich euch das jetzt nicht zeigen, aber ihr wisst Bescheid, auch für die Mädels Freizeitbekleidung und Schwimmshorts zur Auswahl. Pyjama, for the win, Schlafanzug. In Los Santos, auf der Straße, einfach so, ohne Schuhe. Geil. Danke fürs Zuschauen. Das war's mit den Klamotten vom Executives and Other Criminals Update. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein, ich bin raus. Ich überlege übrigens noch, ob ich vielleicht noch eine Zusammenfassung mache von allen Sachen nochmal für die Leute, die sich jetzt keinen Bock haben, sich die ganzen Videos einzeln anzugucken. Gibt ja halt Leute, die gucken sich lieber die einzelnen Videos an, das, was sie halt interessiert. Die möchten halt nicht eine lange Zusammenfassung, also ja 10 oder 15 Minuten Video-Zusammenfassung. Überlege ich halt, ob ich nochmal ein Fazit mache, wo alles nochmal zusammengefasst ist. Also Autos, Stelzenhäuser, Klamotten, Waffen und so weiter. Ganz kurz so. Muss ich überlegen. Müsst ihr mal schreiben. Naja, bis dann. Nächstes Video. Haut da rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Schlafanzug.